würde ich sagen, oh, wenn mein Mikro ist an und es kann dann auch schon losgehen, direkt mit der neuen Runde. Wir sortieren uns alle einmal ganz kurz im Kopf, holen vielleicht noch mal ein paar Leute hier ran, die sich auch Lust haben, hier hinzusetzen, um über das Thema Online-Karriere zu sprechen. Untertitel ist, wie macht man Karriere im Internet? Mitarbeiter namhafter Unternehmen aus der Branche berichten über ihre Erfahrungen und ihren Weg zur großen Karriere. Da das vielleicht ein bisschen schneller abgehandelt ist, weil ihr alle einen sehr straighten Weg eingeschlagen habt, habe ich mir natürlich ganz viele andere Fragen überlegt, die ich euch noch stellen kann. Aber auch hier nochmal die ganz klare Bitte, wann immer ihr Fragen habt, signalisiert mir das gerne. Wir hatten es eben natürlich, wie es immer so ist, nach 50 Minuten werden dann die ersten Fragen gestellt und dann hat man nur noch 10 Minuten, um die zu klären. Von daher, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, springt über euren Schatten und meldet euch gerne schon ein bisschen früher. Also, dann stelle ich euch ganz kurz mal unser Podium hier vor in ganz kurzen Sätzen. Wie gesagt, stellt gerne Fragen. Alexander Schneekloth sitzt neben mir direkt rechts. Er ist Head of Online Marketing bei der Firma Creditec, einem Finance-Startup aus Hamburg. Falls ihr dort anheuern wollt, könnt ihr nicht nur Alexander ansprechen, der Chef sitzt auch direkt hier vorne. Früher war Alexander Head of Consulting bei SEO und da dein ehemaliger Chef saß hier heute auch schon, also von daher Firmen, die sehr bekannt sind. Nicole Kautz ist Industry Manager Telecommunications bei Google, einer Firma, würde ich sagen, die wir alle kennen. Vorher war sie bei einer Firma, die ich zumindest noch nicht kannte, und zwar Miwa, und zwar ein Anbieter von E-Commerce-Software, die in San Diego ursprünglich sitzen. Glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob du da tatsächlich warst, aber okay, so habe ich es. Naja, schlechte Recherche. Indra Semsum, ist das richtig ausgesprochen? Wow, sehr gut, okay, klasse. Ist Senior Manager Digital Marketing und Head of Social Media bei Axel Springer in Berlin. Kommt vorher von auch einem sehr großen Konzern, und zwar von der Allianz, und hat da strategisches Marketing und Corporate Communications gemacht. Der zweite Herr in unserer Runde ist Christian Heimerl. Er ist Vice President Product Management bei ePages, ein führender Hersteller von Online-Shop-Software, auch in Hamburg. Ist das richtig beschrieben? Ja. Ja. Sehr gut, perfekt. Vorher war Christian lange im Bereich Product und im Bereich Projektmanagement bei InternetX. Das habe ich in der Next natürlich irgendwie direkt gelesen, aber es heißt tatsächlich InternetX, ein Anbieter von Domainprodukten und Hostinglösungen. Und last but not least sitzt bei uns Sarah, und sie hat den schwersten Namen Urbanczyk. Habe ich das richtig? Urbanczyk? Naja. Urbanczyk, okay, perfekt. Sie ist Director Women and Food bei Bauer Digital und war vorher lange bei der Mediengruppe Klamt, unter anderem dort auch im Digitalbereich. Sehr gut, so, meine Kärtchen schmeiße ich jetzt mal runter. Jetzt wisst ihr alle, wer hier neben mir sitzt. Ich frage einfach mal jetzt schon, gibt es jetzt schon Fragen? Ne? Gut, dann fange ich einfach tatsächlich mal an. Möchte jemand direkt als erstes? Ich habe mir hier so schöne Fragen für euch alle aufgeschrieben. Dann fangen wir an mit Alexander, weil du so schön neben mir sitzt. Ich habe gerade eure ganzen Namen und vor allem die ganzen Titel, die ihr habt, vorgelesen, und du bist ja auch ein Head einer Abteilung. Startups und ihre Titel, wie ist es denn da? Ist der Titel tatsächlich so förderlich und bringt er einen tatsächlich weiter, oder ist es eher so, dass man auf die Aufgabe schauen sollte, die man da wahrnimmt? Ich glaube, hört man mich? Ja, ja, wunderbar. Also ich glaube, intern bringt der Titel dich nicht weiter. Wir haben intern offiziell noch weitere Titel, das fängt ja so schön an mit C-Level, Senior Vice President, Vice President und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz nett für die Struktur, fürs Management, um zu verstehen, wer welche Aufgabe hat, um Gehaltsranges festzulegen und so weiter. Ich glaube, in der Karriere, solange man in so einem Startup-Bereich bleiben möchte, spielt das weniger eine Rolle, weil es am Ende dann doch auf das Können und das Wissen ankommt. Okay, und ist so ein Titel dann, also bewerben sich, hast du das Gefühl, vielleicht viele Leute auf so eine Position, weil dann ein Titel gegeben ist und man vielleicht bei der nächsten Bewerbung, ups, jetzt hänge ich mich fast an mein Mikro auf, bei der nächsten Bewerbung wieder vielleicht den noch höheren Step und damit auch einen höheren Gehaltsstep mitnehmen kann? Also ich meine, im Endeffekt, wenn du Karriere machen möchtest, ist es natürlich nett, einen Titel zu haben. Ich weiß aber nicht, ob der Titel dann davon abhängt, ob du Senior Vice President oder nur Vice President bist, ob es nicht viel mehr davon abhängt, welche Rolle du im Unternehmen hast, weil im Endeffekt, was der Teamleader in einem Unternehmen ist mit 25 Mitarbeitern, ist der Head of im nächsten Unternehmen mit nur 10 Mitarbeitern. Was hältst du von Head of oder von Director Positionen, die gar kein Team haben? Fake. Okay. Also ich meine, man kennt das ja so aus dem Sales-Bereich, wo jeder Vice President ist, ohne jegliches Team.
ich weiß nicht, ob das auch im Lebenslauf überhaupt einen voranbringt. Ja, okay. Ja, Christian, du bist Vice President. vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen, wie du dahin gekommen bist, also dein Werdegang und ob der Titel nicht für dich von deinen Erfahrungen her verdient ist, sondern ob das ein sinniger Titel ist. Also mein Titel ist natürlich unverdient, ja, ganz klar, ja, in jeder Hinsicht. Wieso haben wir solche Titel? Wieso geben wir uns selber solche Titel? Ist ganz einfach, weil wir ein B2B-Geschäft haben bei ePages aktuell. Und wir mit großen Konzernen zusammenarbeiten, wie mit der Deutschen Telekom, mit der Deutschen Post und auch im Ausland mit sehr, sehr großen Konzernen zusammenarbeiten. Und wenn man die jetzt auf Xing oder auf LinkedIn anspricht oder anschreibt oder mit denen sonst im Kontakt ist, dann tun die sich ein bisschen schwer, ne, 40, 50 Jahre aufwärts, mit einem zu kommunizieren. Wenn man jetzt nicht gleich mega Vice President ist oder CEO oder sonst irgendwas. Also man sollte dann eben C-Level sein oder irgendwas anderes Cooles vom Titel her. Und dann funktioniert es auch. Das ist tatsächlich so. Ich sage immer zu meinen Kollegen, wenn ich jemanden einstelle, was willst du sein? Na, dann schreib mir das auf deine Visitenkarte und dann passt es auch. Na, weil ich denke, bei uns intern in der Firma hat das relativ wenig zu sagen, sondern hängt es wirklich mit der Person zusammen, wie derjenige ist, wie derjenige sich gibt und was er für ein Standing in der Firma hat. Und dementsprechend behandeln die Kollegen ihn auch. Ja? Ob da jetzt irgendwas auf der Karte steht oder nicht, ist, denke ich, bei uns, beim Unternehmen, das sehr performanceorientiert arbeitet, total egal. Ne? Nach außen hin ist es wieder eine andere Geschichte. Super, ich glaube, nachher kommen ganz viele zu dir und sagen, was sie bei euch werden wollen. Es sind auch schon die ersten Meldungen. Nee, Quatsch. Vielleicht kannst du uns beschreiben, wie du da hingekommen bist. Das heißt ja so ein bisschen, wie Leute aus der Branche Karriere gemacht haben. Vielleicht kannst du deinen Karriereweg so ein kleines bisschen beschreiben und was dich dabei geprägt hat. Also bei mir war es ein bisschen untypisch. Ich habe mit 16 angefangen, mich selbstständig zu machen, bin ein typischer Schulabbrecher, ja, schon sehr früher Schulabbrecher und habe zuerst gearbeitet und habe mit 23 erst beschlossen, ich habe genug gearbeitet und arbeite jetzt in Zukunft nicht mehr. Ne? Und habe dann angefangen, erst ein Abitur zu machen, habe dann angefangen, ein Studium zu machen, wo ein bisschen was dazwischen kam, deswegen konnte ich mein Studium dann nicht vollenden. Und ich wieder in die Berufswelt zurückgegangen bin und habe mir dann überlegt, da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Also ich habe ja schon vorher drei Firmen gegründet gehabt und die auch verkauft gehabt. Jetzt zum zweiten Mal haben wir ein Arrangement mit 1&1 getroffen, also von ePages, beziehungsweise bei ePages hat sich ja auch die United Internet jetzt beteiligt bei uns. Und damals, wie ich noch bei Internet X war, sind wir zu 100% gekauft worden von der United Internet. Das heißt, mit denen macht es besonders viel Spaß, zusammenzuarbeiten, weil die viel Geld haben und sich immer gerne an Firmen beteiligen, ja, oder Firmen eben kaufen. Ja, das ist so ein bisschen mein Karriereweg, also wirklich angefangen, mich sehr früh selbstständig gemacht zu haben mit der Liebe zur Technik. Ich bin Programmierer, ja, komme daher auch und bin dann in die Wirtschaft abgedriftet. Ja, heute bin ich eher so ein Business Guy, ja, erzähl viel, mach wenig. Und wir arbeiten also sehr, sehr viel performanceorientiert eben, wo wir coole Leute dazuholen, wo wir typische Entrepreneure heute mit dazuholen, was mir am meisten Spaß macht, oder auch mit Technikern direkt zusammenzuarbeiten, mit Programmierern direkt zusammenzuarbeiten, ohne viele Hierarchien. Also auch bei ePages sind wir mittlerweile auch 150 Leute, aber auch flache Hierarchien, miteinander ein Vorwärtsgehen zusammen, ohne zu sagen, hey, das ist meine Abteilung, ich mache das, das ist deine Abteilung, du machst das, sondern wirklich Hand in Hand zusammenzugehen. Und das mache ich schon mein Leben lang und so würde ich es auch gerne, wenn ich es mir wünschen dürfte, auch immer weitermachen. Sehr gut. Indra hat gerade bei der einen Stelle ein bisschen irritiert geguckt bei viel Reden und wenig Machen. Ja. Indra, vielleicht magst du uns deinen Weg ein bisschen beschreiben. Verlief der ein bisschen anders? Hast du viel gemacht und wenig geredet? Würde ich jetzt nicht behaupten, nein. Aber vielleicht doch auch ein bisschen ungewöhnlich, weil ich glaube, dass die ganzen Internetjobs sozusagen noch gar keinen Standardweg haben, weil sie halt noch alle relativ neu sind. Studiert habe ich Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften, hatte mich während des Studiums auf politisches Marketing spezialisiert gehabt, habe 2008 meinen Abschluss gemacht und geschrieben über, also einen Wahlvergleich zwischen Amerika und Deutschland. Und da war gerade Obama 2008 eben mit seinem Wahlkampf dran und hat das erste Mal Social Media genutzt. Und so kam ich jetzt persönlich auf das Thema Social Media auch, 2008, und fand das halt wahnsinnig toll, was man alles damit machen kann. Das war bei uns noch relativ unbekannt
und hatte mich eben deswegen auch dafür begeistert. Und so fing das eigentlich mit dieser Social Media Begeisterung an. Hatte dann das Glück, bei Allianz Global Investors dieses Thema mehr zu recherchieren mit einem Research-Unternehmen aus Amerika. Und das halt ein bisschen intern mehr vorzustellen, als dass wir aktiv waren. Habe aber deswegen auch so mein Wissen da auch aufgebaut und merkte dann, dieses Thema fasziniert mich immer mehr und dieses Gefühl auch, das wird noch richtig groß werden, auch in Deutschland, nicht nur in Amerika. Und bin dann diesen Weg dann auch quasi so ein bisschen konsequent weitergegangen, habe mich selbstständig gemacht in dem Bereich. Dachte mir so, wenn nicht jetzt, wann dann? Es gab auch noch nicht so viele Experten, da dachte ich mir, so, das ist ein richtiger Zeitpunkt. Und habe mich dann eben auch selbstständig gemacht, ein Dreivierteljahr. Und kam dann eigentlich per Zufall oder auch ein bisschen Glück dabei zu Axel Springer. War vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort einerseits. Und andererseits habe ich auch mein Thema, glaube ich, weil ich mich da gerade selbstständig gemacht hatte, voller Begeisterung einen Verantwortlichen von Axel Springer erzählt. Ohne genau zu wissen, wo er jetzt bei Axel Springer ist und habe halt nur über Social Media erzählt und wie toll das ist und was man alles damit machen kann und. Und ich glaube, das hatte er sich irgendwie so abgespeichert. Da gab es so eine Verrückte, die nur über so wirres Zeug Social Media gesprochen hat. Und nach einem Dreivierteljahr wurde das Thema bei Axel Springer auch wichtiger. Da hat er sich, glaube ich, nochmal daran erinnert, da war doch mal jemand. Und hatte dann so das Jobangebot bekommen. Genau. Gab es besondere Hindernisse irgendwann mal in der Karriere, also dass man besonders flexibel mit dem Ort oder irgendwas, was dich davon abgehalten hat, vielleicht noch einen bigger Step zu nehmen? Also Hindernis würde ich vielleicht nicht direkt sagen, aber das Thema an sich zu positionieren war halt am Anfang sehr, sehr schwer. Also jeder, der im Social Media gearbeitet hat oder mit dem Thema dann auch beruflich zu tun hatte, weiß, dass gerade die Anfänge sehr, sehr schwer waren, weil es gab es nicht so wirklich einen messbaren Return of Investment. Das heißt, und es war auch viel mit Kontrollverlust verbunden. Das heißt, dass die Unternehmen da auch wirklich viel Angst hatten, sich diesem Thema zu nähern. Und auch wenn man investiert hat, waren immer alles, war auch viel mit Change Management. Da hatte ich sehr, sehr viel mit Change Management zu tun, auch am Anfang bei Axel Springer, aber das Thema eben auch gerade in der Vermarktung, weil ich in der Vermarktung arbeite, die Monetarisierung von Social Media, das Thema noch gar nicht vorhanden war. Eigentlich auch selbst Facebook erst ein bisschen später mit dem Thema richtig angefangen hatte. Und deswegen war halt sehr viele Fragezeichen in der Luft. Und das war schon für mich gefühlt eine Herausforderung, aber das war genau die, die mich auch gereizt hatte. Toll. Nicole, du bist jetzt bei Google. Vielleicht magst du uns deinen Weg dahin beschreiben. Mhm. Und mit San Francisco war das ja nicht ganz richtig. Von daher erzähl gerne einfach mal ein bisschen deinen Weg. Genau, ich bin mittlerweile seit 5,5 Jahren bei Google, was für Google Deutschland schon eher ein alter Hase ist. Ich habe ganz viele Praktika gemacht während meines Studiums und auch zum Ende des Studiums hin und habe da dann mal so geschaut, wo ich hin möchte. Und ich habe Mediendokumentation studiert. Wir waren auch der letzte Jahrgang, wo es überhaupt noch so hieß. Danach wurde es, glaube ich, in Medien und Information umgetauft. Und es ging alles sehr in Richtung Journalismus. Und erst gen Ende habe ich festgestellt, ich möchte eigentlich mehr in die Online-Branche. Habe dann das letzte Praktikum auch bei einem E-Commerce-Unternehmen gemacht. Und bin dadurch dann letztendlich zu Miwa gekommen, was damals neben Google, also sprich vor 7 Jahren, einer der Top 3 Player im Markt war beim Thema Keyword Advertising. Und da konnte ich in der Branche dann eben schon mein Know-how aufbauen. Und das war für Google auch der Grund, mich damals einzustellen. Denn vor 6 Jahren, als dann eigentlich der Bewerbungsprozess schon losging, gab es noch nicht so viele Leute, die über Keyword Advertising Bescheid wussten. Und das war eigentlich letztendlich mein Sprungbrett. Also auch, würde ich heute sagen, ja ein bisschen Zufall und Glück, wie sich der Weg so ergeben hat. Und warum Google? Also was macht Google so besonders für dich? Also häufig ist es ja so, dass man sagt, naja, ich habe mich bei 3 Unternehmen beworben und Google wollte mich halt haben. War es das oder hat es besondere Gründe? Also ich habe mich damals tatsächlich, es war so, dass dieser damals noch Top 3 Keyword Advertising, diese Firma pleite ging. Und ich mich tatsächlich bei mehreren Unternehmen beworben habe. Aber Google, ich glaube, da sagt jeder wahrscheinlich sofort, es kennt jeder. Jeder hat auch eine Idee von Google, wie man dort arbeitet, wie die Leute da sind,
wie die Büros sind. Und klar war Google immer mit auf der Top 5 Liste von beliebten Arbeitgebern für mich. Mhm. Toll. Sarah, vielleicht magst du uns auch ein bisschen erzählen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Ja, gerne. Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei Bauer und leite dort den Frauen- und Food-Bereich und vorher war ich bei Klamt und ich bin da eigentlich ganz klassisch eingestiegen über ein Praktikum, also damals noch beim anderen Verlag, also bei Gruner und habe eigentlich alles gemacht hier in Hamburg und bin da wirklich vom Praktikum, Volontariat und so die normalen Karriere-Steps habe ich da gemacht. Also ganz klassisch, ehrlich gesagt. Wie viele Wege, in der Medienbranche ist ja auch schwer, wie viele Wege muss man dann beschreiten? Also gibt es da Hindernisse und ist es da besonders schwer, Karriere zu machen? Ja, also ich glaube, es ist nicht so einfach. In unserem Feld ist das gerade ganz gut. Also man kann sich da ganz gut entwickeln und man kann da auch viele Sachen ausprobieren und sich selbst auch entfalten, weil es halt einfach ein neues Feld ist. Also das ist, glaube ich, das, was gerade so toll ist an unserem Job. Also und gerade in so einem Traditionsunternehmen wie Verlagshäusern ist das natürlich auch irgendwie noch was ganz Besonderes. Und kann man machen. Sehr gut. Ich habe bei den Titeln der Frauen ein bisschen recherchieren müssen, ob ihr Personalverantwortung habt und so weiter, weil tatsächlich ihr alle schon ja einen tollen Karriereweg hinter euch habt, aber eigentlich nur Sarahs Titel, der Head of Social Media ist ja so ein Slash, ja. Bei Sarah ist der einzige Director-Titel quasi. Ist es für Frauen schwieriger, so einen Führungstitel zu bekommen oder woran liegt es? Also ich finde schon, also es ist schwierig und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Suche bin nach Produktmanagerin für meinen Bereich, bewerben sich wirklich hauptsächlich nur Männer. Also das ist halt auch etwas, das ist wirklich ein männergeprägter Bereich. Wenn ich für unsere Redaktion Nachwuchs suche, sind es halt dann klassisch Frauen. Also das ist wirklich, also wir haben bei uns auch in den Redaktionen eher Männerquote und im Produktwesen suche ich dann halt einfach gerne Frauen. Also wenn jemand Bock hat, gerne, ne? Meldet euch, wirklich. Woran liegt das? An Interessen von Männlein, Weiblein? Oder? Ich glaube an den Interessen, also weil der Produktbereich natürlich viel technischer geprägt ist und also Redaktion, klar, mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, ist ja auch, das lieben dann natürlich auch eher Frauen. Ja. Ja, sind Interessen, ja. Ja, okay. Ich frage jetzt schon mal so zwischendurch, ob es Fragen gibt. Sonst mache ich ja fröhlich weiter und ihr dürft euch gerne später einschalten. Christian, vielleicht, wie ist es bei dir als ITler, sage ich mal, und als technisches Unternehmen? Ist es bei euch auch so, dass 80% Männer in den, oder 90% wahrscheinlich Männer in den technischen Berufen arbeiten? Wie ist so Männlein-Weiblein-Quote? Boah, ja, bei den Entwicklern ist natürlich schon, ich würde mal sagen, 95% Männerquote. Und jetzt im Marketing, würde ich mal sagen, so 50-50. Wo man es eigentlich gewohnt ist, dass in Marketingabteilungen mehr Frauen sind, mag vielleicht auch dem geprägt sein, dass wir ein sehr technisches Produkt einfach haben. Ne? Auch noch B2B machen. Ich glaube, Frauen machen auch gern mehr B2C, wo sie quasi direkt auch mit dem Kunden vielleicht Kontakt haben, weil die mehr soziales Empfinden, mehr soziales Können vielleicht auch als Männer haben an der Stelle. Und eben nicht so gern vielleicht Performance-Marketing machen, wo man eher so hinter dem Tisch und eher der Algorithmus ist, als wirklich das Gesicht nach vorne raus und da wirklich in Interaktion tritt mit dem Kunden. Ja. Achtest du da auf Interessen sehr, also wenn ein B2B-Produkt als besonderes Produkt ist, achtest du da im Bewerbungsgespräch sehr drauf, dass da Interessen schon hingeht oder ob da ein Interesse eher für später ist oder ob man da in dem Bereich schon mal gearbeitet hat oder worauf achtest du da in einem Bewerbungsgespräch oder in einem CV? Also im Bewerbungsgespräch achte ich eigentlich sehr wenig auf, ob er jetzt ein B2B oder B2C-Interesse da ist, sondern tatsächlich überhaupt nicht, glaube ich, sondern eher auf die Person selbst. Also ich bin jetzt auch jemand, der natürlich wenig das Zeugnis anguckt, haben wir heute, glaube ich, schon ein paar Mal gehört. Ich mache es, glaube ich, fast gar nicht, wenn, dann überfliege ich es, ja, sondern will die Person kennenlernen und stelle auch dementsprechend die Fragen, wo mich der Person ein bisschen näher bringt. Und für mich zählt eigentlich nur Kultur. Kultur in der Abteilung, Kultur im Unternehmen, weil ich sage, Kultur frisst alles andere auf. Ja? Ich kann noch so die guten Leute haben, ich kann die besten Cracks auf der Welt haben, wenn ich die Kultur nicht habe, dann werde ich das Unternehmen mir gegenüber, das eine sehr gute Kultur hat, niemals besiegen können. Niemals. Egal, ob die jetzt die besten Leute eben haben, die man für Geld kaufen kann. Das ist wie in einer Fußballmannschaft, ne? Das sehen wir auch immer wieder im Fußball. Du kannst die besten Leute der Welt einkaufen. Wenn du es nicht schaffst, ein Team zu formen und Kultur ins Team zu bringen, wirst du nicht siegen können. Definitiv. Warum ist dann zum Beispiel McKinsey so erfolgreich?
Die sind ja auch bekannt dafür, dass sie immer nur der Besten, egal welchen, also welchen Studiengang man gemacht hat, Hauptsache immer überall eine Eins. Ja, McKinsey ist natürlich eine Consulting-Firma und keine Product Company. Ich spreche jetzt nur von Product Companies, muss ich dazu sagen. Okay, ja. Gut. Braucht man, also wenn du sagst, bei dir braucht man also nicht den klassischen WHU-Abschluss oder so, wo man immer sofort sagt, super, High Potential Check, weil von der WHU oder von der Busiris Law School oder von irgendeiner anderen großen privaten Uni, wo man einfach weiß, dass die gute Leute produzieren, sondern du guckst dir die Leute ziemlich neutral an oder? Na, ich sag mal so, Apps ist immer gern gesehen, ja. Ja. da auch, ja. Ich denke, der Apps-Schnitt bei den Startups, wo ich auch investiert bin, und wir machen auch momentan gerade wieder ein neues Startup, also von mir selber aus, hat es wenig mit E-Pages zu tun. Das sieht man natürlich auch Appsler immer gerne. Ja? Auch wenn wir jetzt, Sebastian ist auch ein guter Freund von mir, der ist jetzt gerade gegangen. Aber du arbeitest ja für Sebastian und wir schieben uns auch die Appsler dann immer ein bisschen hin und her. Ja? Die sind immer gern gesehen und werden auch gern eingestellt. Das ist natürlich eine Geschichte für sich, also die European Business School. Ja? Mhm. Man darf auch nicht zu viel haben, die Mischung macht's, sage ich. Und wenn man eine gute Mischung hat, wenn man eine gute Kultur hat, dann funktioniert das auch wunderbar. Also ich würde nie nur sagen, ich nehme nur Leute von der WHU, ich nehme nur Leute von der Apps, weil das funktioniert nämlich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber. Ina, du bist bei einem sehr großen Unternehmen. Kann man da schneller oder eher langsamer Karriere machen als vielleicht in einem kleinen Unternehmen? Ganz schwierige Frage. Ich glaube, dass das halt auch von einem selber ein bisschen abhängt. Ich glaube, dass gerade, oder das, was mir auch bei Axel Springer besonders gefällt, ist tatsächlich, dass Menschen, die Ideen haben, auch vorankommen können, dass man auch diese Hierarchien relativ doch flach bleiben, im Sinne von, dass man tatsächlich den Chef von Chef von Chef vielleicht auch mit einer coolen Idee ansprechen kann, was man vielleicht in anderen Unternehmen nicht so kann, weil wenn alle schauen, so darf man nicht, ja. Das geht bei uns sehr, sehr gut. Und man arbeitet auch sehr selbstständig und es wird sogar gefördert, dass man auch diese Kultur von einem Start-up mehr lebt. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass jeder, der eine coole Idee hat und weiterkommen möchte, da auch wirklich gute Chancen hat. Ja. Axel Springer ist ja nun relativ bekannt dafür, dass ihr sehr stark digitalisiert. Welche Aufstiegschancen hat man dann insgesamt in der Digitalbranche? Es gibt ja noch nicht so viele Digitalvorstände, also die Chief Digital Officer, davon gibt es ja noch nicht so viele in den Firmen. Das heißt, wenn ich in dem Weg, in der Branche eine Karriere anstrebe, kann man das überplanen oder wird sich das entwickeln mit der Zeit, je mehr die Digitalisierung voranschreitet oder wie sieht da so... Ich glaube tatsächlich, dass sich das auch immer mehr weiterentwickeln wird, im Sinne von, dass es auch in Zukunft in vielen Unternehmen immer mehr Vorstände, also digitale Vorstände geben wird. Und deswegen habe ich da gar keine Sorge, dass wenn man diesen Weg einschlägt, dass man nicht bis nach ganz oben kommt mit dem digitalen Bereich. Also da bin ich mir ganz sicher. Ja, doch. Okay. Und du selbst hast gesagt, du hast dich zwischendurch selbstständig gemacht. Würdest du nach einem so großen Unternehmen nochmal alles über den Haufen schmeißen und auf ganz viel Gehalt verzichten, um nochmal bei einem Startup anzufangen und vielleicht nochmal Prozente zu kriegen? Ich würde nie sagen, nein. Ich finde nämlich die Selbstständigkeit an sich, finde ich, sehr, sehr reizvoll. Deswegen hatte ich mich auch selbstständig gemacht. Ich finde die Kombination, ehrlich gesagt, und ich will gar nicht Werbung für Axel Springer machen, aber ich finde tatsächlich, gerade weil dieser Bereich eben neu war, konnte ich mich sehr selbstständig dort verwirklichen und auch eine kleine Abteilung gründen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen tatsächlich immer wie ein Startup im Großunternehmen gefühlt. Und deswegen war das für mich beides bedient. Aber das wusste ich eigentlich schon vorher, weil es das noch nicht gab. Deswegen war das eine gute Opportunität. Nicole, wie sieht es mit den Aufstiegschancen bei Google aus? Ist es etwas, was gern gesehen wird? Auch mal auf, oder beantworte erstmal die Frage. Ja? Wird oder anders gesagt, so umtriebig sein und neugierig sein und sich verändern, wird gern gesehen. Ich finde, der Begriff Karriere machen und Aufstiegschancen impliziert immer so, man arbeitet darauf hin, ein Team zu führen. Und ich finde, man muss sich eigentlich eher die Frage stellen, ist das was für mich und ist das für jeden überhaupt was, eine Teamführung anzustreben? Oder bin ich jetzt eher, bin ich in einem anderen Bereich viel besser? Bei Google haben wir auch ganz flache Hierarchien, deswegen ist es oft so, oder dauert es schon länger, bis man eine Teamführung hat. Es ist auch ganz oft so, dass wir Bewerber einstellen, die vorher ein Team hatten und bei Google anfangen und kein Team mehr haben.
Es ist möglich. Es wird nicht so der super geradlinige Weg promotet oder unterstützt. Also es wird eher unterstützt, dass man frisch bleibt, indem man auch Teams wechselt. Also in meinen 5,5 Jahren ist es jetzt auch so, dass ich in 2 ganz unterschiedlichen Branchen gearbeitet habe. Also einmal B2B und jetzt in der Telekommunikationsbranche. Also es wird eher darauf geachtet, dass man sich nicht ausruht und vorankommt, wobei das Vorankommen nicht unbedingt sein muss, ein Team zu führen. Wobei Google ja gerade Frauen jetzt besonders anhalten möchte, den Karriereweg besonders erfolgreich voranzusetzen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle gelesen, dass diese, ich nenne es mal Mitarbeiterbindungsmaßnahme, die Eizellen einfrieren zu können. Noch nicht von Google. Das ist, Google hat sich noch nicht beteiligt. Facebook und Apple, genau. Ah, okay, alles klar. Ich hatte nur gelesen, dass Google das auch machen will. Vielleicht, aber was hältst du als Frau davon? Oh, das ist eine ganz persönliche Frage, finde ich. Okay. Also jede Frau, finde ich, kann für sich entscheiden, was sie mit ihren Eizellen macht. Ich finde, es ist ein bisschen grenzwertig, wenn sich der Arbeitgeber einmischt. Aber das kann auch jeder entscheiden. Es ist ja Gott sei Dank nicht vorgeschrieben, sondern nur die Option. Genau, aber man hat die Option. Aber findest du es richtig oder glaubst du immer noch, dass es für Frauen so ein extremes Karrierehemmnis ist, wenn man in Anführungsstrichen zwischendurch Kinder kriegt? Hemmnis ist zu drastisch formuliert, würde ich sagen. Also ich glaube, man muss einen Plan haben und man muss innerhalb der Firma auch einen Supporter haben. Ich habe eine Chefin, die selbst vor nicht allzu langer Zeit Zwillinge bekommen hat und das ganze Team hat sie unterstützt und bei der weiß ich, die unterstützt auch jede Mitarbeiterin von sich. Also da bin ich mir total sicher, dass es meiner Karriere nicht schaden würde. Aber ich glaube, man muss sich solche Supporter auch ein bisschen suchen tatsächlich. Ja, also ich habe auch gehört, dass leider wollen weniger Frauen Mentoren sein als Männer, sodass auch Frauen von Frauen leider nicht ganz so viel lernen können. Alex, vielleicht an dich die Frage. Bei Creditec, wie viele Mädels gibt es da? Außerhalb der Marketingabteilung? Also im Marketing sind wir 50-50. Ja. Außerhalb, ich würde auch sagen, annähernd 50-50. Ich habe es nicht durchgezählt. Insgesamt, tatsächlich, bei Creditec gesamt? Vielleicht sind es auch nur 40-60, aber es ist annähernd 50-50. Okay. Woran liegt das, obwohl das ja nun ein absolut technisches Produkt ist oder, wie man so schön sagt, ein erklärungsbedürftiges Produkt? Klar, wir haben ein technisches Produkt. Genau genommen haben wir nur eine technische Basis. Das Produkt ist am Ende ein Consumer Product, ein Kreditprodukt. Und gerade in dem Bereich, wo es dann im Bereich Customer Care geht oder Produktentwicklung, da haben wir dann doch wieder einen sehr hohen Frauenanteil. Ist das wichtig für euch, dass du oder für dein Team auch, würdest du sehr darauf achten, dass das, wenn es geht, ausgewogen ist oder wenn es nur eine IT-Abteilung ist, häufig so, da sitzen nur Männer. In der Marketing- oder HR-Abteilung ist manchmal, da sitzen nur Frauen. So oder so kann es ja auch negativ sein. Eigentlich achte ich nicht drauf. Als ich angefangen habe, hatten wir ein Team von 8 Leuten im Marketing und es waren 8 Männer. Und das fand ich schon eigenartig. Wir haben das Team jetzt aufgebaut in den letzten Monaten auf jetzt 25 Leute. Und wir haben schon darauf geachtet, dass wir jetzt einen Mix drin haben. Was aber nicht heißen soll, dass wir Männern keinen Job gegeben haben, um Frauen einen Job zu geben, sondern eher darauf geachtet haben, beim CV beim Headhunting direkt Leute anzusprechen, die weiblich sind. Dann jetzt eine ganz fiese Frage für einen Mann. Man kann ja auch als Frau über eine Frauenquote jetzt neuerdings Karriere machen. Was hältst du davon? Ist jetzt nicht für eine Marketingabteilung schon relevant und auch Gott sei Dank noch nicht für die Startups, aber was hältst du davon? Frauen- oder Männerquote? Gerne beides. Eine Quote insgesamt. Man redet ja mal von der Frauenquote, weil da immer noch ein Nachholbedarf ist, aber in der Marketingabteilung ist ja fast dann anscheinend eher eine Männerquote vonnöten. Ich persönlich halte nichts davon. Ich glaube, der Beste sollte den Job bekommen. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir primär Telefoninterviews machen, warum CVs bei uns kein Alter brauchen, kein Bild brauchen und so weiter, einfach weil es irrelevant ist am Ende des Tages. Tatsächlich, also auch wenn ihr die persönlich trefft und also weder Herkunft noch Name, bei euch ist Englisch, glaube ich, Firmensprache. Genau. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle? Es spielt keine Rolle. Also es ist wirklich so, ich habe von den Leuten, die ich jetzt eingestellt habe, vielleicht 5 vorab live getroffen, mit den meisten anderen nur einen Skype-Call gehabt, weil die wirklich vom anderen Ende der Welt kommen bei uns. Wir haben 36 Nationen, ich glaube im Marketing momentan 10. Wir achten nicht auf soziodemografische Dinge. Okay. Worauf achtet ihr dann? Also bei der Einstellung vor allen Dingen? Also es ist gut, dass ihr nicht darauf achtet. Aber Attitüde und Wissen.
Das sind die beiden Dinge, die relevant sind. Was meinst du mit Attitüde? Charakter, wie denke ich, wie bin ich unterwegs, wie komme ich an, wie schnell bin ich im Kopf, möglicherweise auch bei komplizierteren Fragestellungen. Das sind so die Dinge, auf die es ankommt. Und du hast gerade gesagt, ihr wollt halt den Besten dann eigentlich für den Job haben, egal was wo die Herkunft ist, welches Geschlecht und so weiter. Um die Besten der Besten anzuziehen, muss man sich ja eigentlich heutzutage als Unternehmen fast eher bewerben. Was sollte man denn als Unternehmen tun oder ist es so, dass man sich als Unternehmen tatsächlich proaktiv beim Kandidaten bewirbt? Im Endeffekt ja. Also wenn ich ein Interview mache, dann gab es schon die ersten ein, zwei Interviews ja, aber wenn ich einsteige, dann versuche ich die ersten 10, 15 Minuten herauszufinden, ob ich etwas von dem Bewerber halte. Und die nächsten 10, 15 Minuten versuche ich herauszufinden, ob der Bewerber was von uns hält und wie ich ihn noch überzeugen kann, dass wir wirklich ein guter Arbeitgeber sind. Und da haben wir als Startup natürlich für die Leute, die Lust darauf haben, ein paar schöne Benefits zu bieten. Sarah, vielleicht können wir das Mikro noch einmal, haben wir, ah ne, du hast ein Mikro da hinten, perfekt, sehr gut. Da, ich glaube, es funktioniert, jetzt müsste noch jemand anmachen, ist da noch jemand? Ja. Niemand mehr da, der auf den Mikros anmacht, oh Gott. Naja, okay. Wie sieht es in der Medienwelt aus? Da hört man ja immer, also dass es viel schwieriger ist und nicht nur als Frau, vielleicht kannst du auch da noch mal ein bisschen berichten, aber bewirbt man sich da eher als Unternehmen oder ist es da schon noch so, dass die Kandidaten sich sehr stark bewerben und ihr sehr viele Bewerbungen bekommt? Also wir bekommen viele Bewerbungen auf jeden Fall und die sind auch alle, finde ich, mittlerweile echt gut geworden. Also das war früher auch schon mal anders, auch vor allen Dingen, was uns immer ganz wichtig ist, dass die Leidenschaft einfach für das Produkt, für unser Unternehmen auch schon im Anschreiben schon deutlich wird und in den ersten Gesprächen. Und ja, danach ist es genauso, wie du auch schon gesagt hast. Also dann wollen wir natürlich auch, wenn wir jemanden haben wollen, machen wir auch Werbung für uns. Also das gehört auch mit dazu. Und gerade ja, so viele gute Digitaler, die es dann gibt, die will man dann am besten für sich haben. Und natürlich macht man dann Werbung für sich. Klar, gehört dazu. Glaubst du, dass du als Frau andere etwas aus einer anderen Perspektive siehst, auf andere Dinge achtest bei einer Einstellung? Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich achte nicht auf andere Sachen als mein Kollege zum Beispiel. Nee, das würde ich nicht sagen. Okay. Und welche Berufe sind in der Medienwelt besonders gefragt? Also du sagtest, die Product Manager sind auch schwer zu finden, aber... Product Manager sind gerade für so... also wir arbeiten ja für die Zielgruppe Frauen. Product Manager für den Bereich sind wirklich schwer zu finden. Und ansonsten... Marketing, gutes Online-Marketing, Leute, die dort halt einfach da schon Know-how aufgebaut haben, das ist auch, finde ich, sehr schwierig. Der Bereich Redaktion, Online-Redaktion, Social Media ist jetzt mittlerweile schon echt gut, finde ich. Also da wurde auch echt viel gemacht und ja, also Produkt ist gerade noch so etwas, wo ich finde, da fehlen noch tolle Leute. Sollte man dann vielleicht sein Studium, oder das hatten wir eben in dem Praktika-Panel, sollte man sein Studium danach auswählen, was gerade gefragt ist am Markt, oder ganz doll nach den eigenen Interessen? Nach den eigenen Interessen, das wäre ja sonst total falsch. Also man muss sich ja wohlfühlen und man muss da Bock drauf haben und das ist ja auch das Wichtigste. Und dann passt das auch, also dann findet man auch etwas. Auch wenn man in der PR der 100. Bewerber ist und in der IT vielleicht nur der 2. wäre? Wenn man der 100. Bewerber mit dem besten Drive ist, dann klappt das auch. Also das ist einfach nur, was man selbst mitbringt und das Feuer und man muss einfach Bock haben auf den Job und dann klappt das von selbst. Jetzt eine Frage mal an euch alle gestellt, quasi können wir mal über Sarah anfangen, reihum. Warum seid ihr ursprünglich in die Online-Branche gegangen? Zufall oder Planung? Bei mir war das Zufall, also ich habe halt wirklich nach meinem Studium jedes Medium einmal ausprobiert. Ich war beim Radio, ich war beim Fernsehen und irgendwie habe ich dann ja, in der Digitalbranche dann einfach, habe ich mich gesehen. Ich fand das einfach am geilsten, es ist am schnellsten, es macht Bock und das war dann einfach meins und ich wollte dann auch unbedingt für Markenunternehmen arbeiten, das war mir auch dann schon wichtig und bin so auch in die Verlagsbranche gerutscht und ja. Okay. Christian, magst du vielleicht, warum online? Also bei mir war es ja super Zufall, ja, mit 16 glaube ich entscheidet man dann da wenig, sondern es passiert einfach. Vielleicht kann ich auch kurz was anderes sagen, weil es wurde ja gefragt, wo kann man eigentlich Karriere machen, wo macht Spaß, Karriere zu machen. Das hängt natürlich auch total vom Typen ab. Aber nochmal kurz, bin ich Corporate, ja, gehe ich zum Unternehmen oder gehe ich in ein Startup? Mhm. Das ist extrem typabhängig und ich glaube, das ist so mega, mega wichtig, das herauszufinden. Man sollte unbedingt beides tun. Ja, das wollte ich heute auf jeden Fall nochmal loswerden, weil das werde ich oft gefragt. Das bin ich heute, glaube ich, auch schon 10-mal gefragt worden. Ja, hey, soll ich in einen Konzern gehen? Machen wir ein Startup? Hier ist mein Kumpel, der macht auch mit Startup. Machen wir zusammen ein Startup, ja?
Ich würde immer mal alles ausprobieren. Und solange ihr jung seid, vorher hat dir jemand gesagt, ich weiß nicht mal wer, ihr habt noch keine Kinder, ihr seid noch nicht verheiratet vielleicht, probiert alles aus. Das kann ich nur bestätigen, probiert es aus. Ja? Auch wenn ihr nicht mehr jung seid, wenn ihr ein bisschen älter seid, probiert es trotzdem aus. Guckt euch beide Seiten an. Ich habe mir beide Seiten intensiv angeguckt, ja? Damals mit InternetX, wie wir gekauft worden sind vom Konzern, wo einfach mal 7000 Leute arbeiten, hat es mir persönlich gar keinen Spaß mehr gemacht, von heute auf morgen. Gleicher Job, gleiche Leute um mich rum, alles gleich, ja? Nur war da ein Konzern mit dabei und mittendrin war der komplette Spaß weg. Ja? Mittendrin hast du Unterschriften gebraucht, mittendrin hast du eine TÜV-Zertifizierung und so einen Scheiß gebraucht. Ja? Und dann Compliance und blau und hin und her. Und wenn du irgendwas machen wolltest, Budget und Zeug, und da bin ich raus. Ja? Aber es muss jeder für sich selber rausfinden und man sollte es sich immer angucken, ne? Weil beides unglaublich viel Spaß machen kann und nicht jeder Mensch gleich ist. Kriegt man denn den Sprung von einem Startup, wo du, genau wie du gerade beschrieben hast, alle Freiheiten hatten, den Sprung zum Konzern überhaupt wieder hin? Man bekommt ihn bestimmt hin, also ich nicht, ja, weil ich einfach nicht der Typ dazu bin. Ich will heute das machen und morgen das, ja, und ich will Leute um mich herum haben, die genauso sind wie ich, die eben auch vielleicht ein bisschen sprunghaft sind, jetzt nicht irgendwie, wir ändern das Businessmodell um 180 Grad, sondern auch gerne Sachen ausprobieren, ohne dass ich dafür einen Case machen muss, der ein Jahr schon dauert, der Case, der Markt komplett an mir vorbei ist, ja, und ich dann sage, ah ja, da war ja ein Markt mal, wieso waren wir da nicht, ja. Und das ist mir damals, vielleicht ist es heute ein bisschen anders. Axel Springer ist da bestimmt ein Vorreiter, so Unternehmen im Unternehmen, ja. Eigenes Venture Capital aufbauen im eigenen Unternehmen macht alles Spaß, sieht alles gut aus. Damals war es nicht so und vielleicht bin ich von daher noch ein bisschen geprägt, deswegen wäre Konzern definitiv nichts für mich, sondern ich würde immer im kleinen, agilen Unternehmen arbeiten wollen, so ich sag mal bis 300 Leute und in dem Moment, wo der Konzern mit dazukommt, wird es oft träge. Es gibt auch super Gegenbeispiele. Google, glaube ich, ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Gegenbeispiel, die extrem VC-lastig sind. Ja, immer hier Investment, hier Investment, hier Investment, Zukauf, ausprobieren. Die typischen Konzerne, die ich kennengelernt habe, wie die Deutsche Post, ja, und die Deutsche Telekom, das ist genauso das Gegenteil. Da würde ich lieber gar nichts machen in meinem Leben, Hartz-IV-Empfänger sein, als bevor ich dahin gehe zu so einem Konzern. Okay, alles klar, das ist meine Aussage. Indra, du hast den Sprung geschafft von der Selbstständigkeit, also von sehr viel Freiheit und so, nochmal wieder in den Konzern hinein. Ist dir der Umschwung leicht gefallen? Leicht gefallen. Es ist mir auf jeden Fall nicht schwer gefallen. Okay. Was ist dir denn am schwersten gefallen? Oder am leichtesten? Am schwersten war eigentlich etwas aufzubauen, wo schon feste Strukturen schon vorhanden waren. Ich glaube, das war wirklich die allergrößte Herausforderung und zurückblickend ist man auch froh, dass man es geschafft hat. Also ich fand, das war wirklich das Schwierigste. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen, Online-Branche, warum? Zufall oder Planung? Ich habe tatsächlich 98 meinen ersten Computer mit Internetanschluss gehabt und war da schon total begeistert von, wusste aber natürlich noch überhaupt gar nicht, wo der Weg da irgendwie hinführen sollte. Und dann eben 2008 war das natürlich dann auch Zufall, habe da eigentlich mehr auf meine Intuition und mein Bauchgefühl gehört und auch einfach diese Begeisterung, die dann auf einmal da war. Ich wusste da tatsächlich überhaupt noch gar nicht, wo der Weg hingeht. Und viele haben mich für total verrückt gehalten, das weiß ich noch genau, als ich mich selbstständig gemacht habe, die dachten, was machst du? Auch meine Eltern, die sich auch tatsächlich Sorgen gemacht haben, weil sie von Social Media natürlich überhaupt nichts verstanden haben. Und wenn ich noch von Facebook erzählt habe, das war dann nur noch schlimmer. Ich kann nur weitergeben, wirklich der Intuition und der eigenen Begeisterung einfach folgen und nicht immer alles nach Plan, weil es gibt es nicht immer einen Plan. Und man weiß, gerade bei den neuen Trends kann man es ja noch gar nicht vorher wissen, das kann man gar nicht planen. Und deswegen glaube ich, dass da die Begeisterung sehr, sehr wichtig ist für die Themen. Nicole, könntest du dir nochmal vorstellen, zu einem Startup zu gehen? Ja, durchaus. Also genauso, wie ich mir aber auch vorstellen könnte, zu einem anderen weltweiten Konzern zu gehen. Also ich bin da ganz. Der muss dann aber weltweit sein auch. Muss nicht. Aber zu einem anderen großen Konzern, genauso wie ein Startup, wenn mich was interessiert, gibt sozusagen, gäbe es keine Grenzen. Und ja, ähnlich wie bei Sarah hatte ich ja schon erwähnt, auch total viele Praktika gemacht in ganz vielen Bereichen. Also auch eben Radio und Zeitung und Fernsehen und am Ende eben online. Und man hat ja selbst dann schon ein gutes Gespür. A, was interessiert mich? Ich hätte nach wie vor oder wir beide hätten auch in jetzt beim Radio landen können oder beim Fernsehen. Aber dann entscheidet sich eben, was macht mir am meisten Spaß und wo habe ich so ein Gespür, wo sich in nächster Zeit vielleicht auch was tut, was mich sehr interessiert. Und
Ich kann auch nur allen nochmal empfehlen, also ich habe es tatsächlich nach meinem Studium so gemacht, nach der Abschlussarbeit, dass ich mich nochmal habe in, damals war das glaube ich, Turkologie in Kiel eingeschrieben, weil man das einfach so machen konnte, gab es kein Hindernis, um einfach nochmal ein halbes Jahr den Studentenstatus zu haben und dieses Jahr nochmal zu nutzen. Also ich bin dann nochmal 3 Monate nach San Francisco und habe da ein Praktikum gemacht und einfach um noch mehr Erfahrungen für mich selbst zu sammeln und am Ende dieses halbe Jahr, das schadet überhaupt nicht dem Lebenslauf, sondern im Gegenteil. Ich finde, also für mich persönlich zeigt das eher, da ist jemand neugierig und wollte für sich noch ein paar Sachen austesten. Weiß man denn überhaupt schon mit 18 oder 19, wenn man sein Abitur macht oder bei Christian sogar noch früher mit 16, kann man da überhaupt schon wissen, was man machen will? Ich wusste es nicht konkret, gar nicht. Deswegen habe ich ja auch irgendwas mit Medien studiert. Ja. Irgendwas mit Medien ist schön. Vielleicht fragen wir das mal ins Publikum. Hier sitzen ja viele junge Menschen. Wisst ihr, wenn ihr im Studium seid oder wusstet ihr im Studium schon genau, was ihr später machen wollt? Also vielleicht mal für die, die es wissen, bitte Hand heben. Eine, ja, sehr gut. Und der Rest weiß es nicht, dann bitte auch mal Hand heben. Ihr wisst noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll? Okay, der Rest ist unentschlossen oder traut sich nicht, die Hand zu heben? War das eine Frage oder unentschlossen? Haben das alle verstanden, dass mehr die, so die Richtung entscheidet und mehr danach, wo man dann auch ein Praktikum oder einen Job kriegt und weniger, also dass man die grobe Richtung weiß, aber das ganz genaue nicht. Gibt es an der Stelle vielleicht schon mal Fragen, bevor wir gleich uns noch von Alexander erzählen lassen, ob es Zufall oder Fügung oder Schicksal oder was auch immer war, das ihn in die Online-Branche gebracht hat. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Nein, noch traut ihr euch nicht? Wir sind jetzt schon wieder 5 Minuten vor der Zeit, also wenn das mit den Fragen, dann glaube ich, sollten wir bald loslegen. Alexander, du warst bei dir gewollt oder Zufall, dass du irgendwann in die Online-Branche geschlittert bist? Gewollt war Förster. Oh, ja. Gut, das ist ja mal was ganz anderes, ja. Und dann war ich eine Zeit lang ein Nerd und bin es vielleicht immer noch ein bisschen. Und, was macht denn ein Nerd für dich aus? Ein Nerd ist jemand, der, ich weiß nicht, ob es die korrekte Bezeichnung ist, wahrscheinlich gibt es jetzt wieder Leute, die differenzieren wollen zwischen Nerd und Geek. Ich kann es nicht. Nein, ich war jemand, der etwas zurückgezogen war nach der Trennung meiner Eltern. Dann habe ich sehr viel am PC gemacht und habe eine eigene Website gebaut. Und dann wunderst du dich mit der Zeit, einige kennen das vielleicht, warum da keiner kommt. Und dann ist es sehr natürlich, dass man sich damit beschäftigt, wie funktioniert Online-Marketing. Und ich habe dann bei Thomas Promny, der das hier ganz sogar veranstaltet, ein Praktikum gemacht in meinen Sommerferien, als ich 16 war. Und dabei ging es gar nicht so sehr um Online, sondern vielmehr, oder es, in dem Praktikum ging es um Online, aber es ging danach vielmehr darum, ich habe gemerkt, ich kann was Produktives machen. Irgendwas, was verändert da draußen, nicht die gleichen Hausaufgaben wie 26 andere Kinder in dem Alter. Und das war für mich so der Faktor, wo ich sage, okay, das, da willst du dranbleiben. Und online war so für mich dann der Einstieg in die Berufsbranche. Eigentlich wollte ich aber immer mehr Agentur und Werbung allgemein machen. Ich habe es aber irgendwie nicht geschafft, weil ich bin dann relativ schnell im Online-Bereich gewachsen, habe relativ schnell die ersten Führungspositionen übernommen mit 19. Und ich habe es dann nicht mehr geschafft, aus diesem Online-Bereich rauszukommen und war dann in dieser Agenturwelt gefangen. Und habe jetzt erst eigentlich in den letzten 2-3 Monaten, seit ich bei Creditech bin, gemerkt, Agentur ist eigentlich gar nicht mein Ding. Also ich habe schon jetzt 5 Jahre Berufserfahrung und merke jetzt gerade erst, Agentur war nicht mein Ding. Ich habe 5 Jahre lang Dinge gemacht, die mir zwar Spaß gemacht haben, wo aber noch viel, viel mehr geht. Nämlich in einem Unternehmen, in einem Startup, wo du was bewegen kannst. Und jetzt nicht vergessen, wir haben in einer Agentur für Unternehmen gearbeitet, wo wir irgendwie 12 Monate lang, mir jeden Monat dahin geflogen, 2 Tage haben wir verschwendet, haben irgendwelche Mediapläne ausgearbeitet, von denen ist nicht einer live gegangen. Heute mache ich das Gesamtvolumen dieser Mediapläne im Bereich von 1 Million Euro, zeichne ich an einem Tag ab und das geht übernächste Woche live und läuft. Und das ist nicht sehr beeindruckend auf Startup-Seite. Und deswegen würde ich nicht sagen, ich
bin, glaube ich, nicht in der Online-Branche. Darum geht es mir viel weniger. Ich bin viel mehr in der Startup-Branche und bin da, um was zu bewegen, um was zu verändern. Das ist in unglaublich schneller Zeit. Und wenn man sagt, mit 19 weiß man eigentlich gar nicht, oder nach dem Abitur oder der Ausbildung weiß man noch gar nicht so richtig, wohin, liegt auch daran, dass es so eine hohe Fluktuation in der Online-Branche gibt, weil man vielleicht viele Dinge in der Online-Branche auch mal ausprobieren kann? Oder woran liegt das? Nicole hat es vorhin auch gesagt, dass du schon 5,5 Jahre bei Google bist und damit schon ein alter Hase. Das heißt, die Fluktuation ist ja eigentlich so nach 2-3 Jahren im Normalfall, sage ich mal. Warum ist das so? Warum geht das so schnell in der Online-Branche? Ich muss gestehen, ich achte da nicht drauf. Ich hab da echt keinen Einblick drüber. Was ich gefühlt, würde ich sagen, ist es nicht so schlimm, zumindest aus dem, was ich mitbekommen habe. Aber ehrlicherweise, wir stellen momentan sehr, sehr viel ein. Ich habe, glaube ich, ich habe es durchgerechnet, 400 Interviews in den letzten 2,5 Monaten gemacht. Ich lese mir die CVs nicht durch. Ich frage die Leute, die sollen mir Management Summary geben und wenn das passt, dann passt das. Und mir ist völlig egal, ob die 1 Jahr Berufserfahrung haben, 10 Jahre Berufserfahrung und ob die alle 2 Jahre wechseln oder alle 2 Monate. Das interessiert mich nicht. Okay. Solange ich das Gefühl habe, bei Creditech bleiben die einen Tag länger und das macht denen Spaß und uns macht es auch Spaß mit denen. Okay. Ist das bei den großen Unternehmen auch so, dass man da so wenig auf ein CV achtet? Oder hat man da überhaupt die Möglichkeit bei Axel vielleicht, Springer? Oder vielleicht darf ich direkt darauf eingehen. Ja. Ich war auf Jobsuche. Ich war in meinem alten Job fertig mit meiner Aufgabe und ich habe was Neues gesucht zu machen. Und ich wurde tatsächlich in dieser Phase, weil es sich anscheinend rumgesprochen hatte, dass ich was suchte, von Axel Springer angesprochen. Und wir haben erst die ersten 2, 3 Gespräche geführt mit der internen Recruiting-Abteilung vom Konzern. Und dann kam es zu dem Punkt, wo ich meinen CV rüberschicken sollte. Und in diesem CV stand, dass ich Datum heute 21 Jahre alt bin. In dem Moment waren die Gespräche abgebrochen und mir wurde gesagt, wir können auch mal eine Junior-Position sprechen. In der gleichen Woche habe ich bei Creditech unterschrieben, übrigens für eine Vice-President-Stelle. Ja. Sehr gut. Ich glaube, dass es auch immer sehr unterschiedlich ist von einer Person zur anderen. Also ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Ich schaue immer erstmal tatsächlich auf ein CV, wenn ich Bewerbungen bekomme. Wenn da so die Fakten für mich so interessant sind, dann schaue ich dann auf das Anschreiben. Und wenn das auch gut ist, dann schaue ich tatsächlich im Internet, Google, Facebook, alle Netzwerke, die es so gibt, die schaue ich dann natürlich auch durch. Bedingt natürlich auch, wenn ich im Social Media Bereich arbeite. Aber man kann sich tatsächlich dadurch auch ein noch viel besseres Bild von einem Kandidaten machen. Und ich kann eigentlich auch nur allen immer empfehlen, sich selber zu googeln und wirklich zu gucken, was kommt da alles raus, was ist sichtbar für wen. Weil ich glaube, dass die meisten das tatsächlich machen. Es geben nicht alle zu, aber ich glaube, dass das halt mittlerweile wirklich so gang und gäbe ist. Und ich kann definitiv sagen, das ist bei mir, ich mache das immer Standard. Christian hat gerade ganz erschrocken geguckt. Hast du dich schon mal selber gegoogelt? Oder googelst du deine Bewerber? Ja, darf man das überhaupt? Also ich, ja, lustigerweise, hast ja einen Namen und du kannst über Google eingeben, was du daraus machst. Das ist deine Sache. Ja, das stimmt, ja. Vorher gab es aber eine Diskussion hier, auf Facebook gucken nach Bewerbern und ich glaube, dass da irgendwie irgendwas verboten ist diesbezüglich. Du weißt es genau? Bitte? Deswegen fand ich es ganz lustig, dass jemand, ja, ich gucke die auf Facebook an und so, fand ich dann doch kritisch die Aussage, ja, weil da kommt man dann doch, glaube ich, gesetzestechnisch in Konflikt. Aber angucken darf man sie, man darf nur nicht aufgrund dessen keine Entscheidung treffen. Ja, nur. Juristendeutsch. Gut, es ist ja genauso, jemand überfällt die Bank und ich habe den beobachtet, ich habe den aber nicht eingesperrt. Nicht aufgrund dessen, ja. Die offizielle Aussage ist jetzt natürlich, dass ich niemanden angucke auf Facebook oder sonst irgendwo, ja. Ich habe mich natürlich selber gegoogelt, das wäre ja komisch, wenn man sich selber nicht googeln würde, weil man selber hat ja auch eine gewisse Reputation im Internet. Und alle sagen immer, man googelt niemanden und man guckt niemanden an. Natürlich macht es jeder. Und die Reputation entsteht eben aus einem selbst. Ne? Vorher hat auch wieder jemand gesagt, wenn ich für jemanden für Sales adressiere, dann wie viel Connections hat er auf LinkedIn? Natürlich macht man das. Natürlich, wenn man jemanden für Sales einstellt, natürlich guckt man, was für ein Netzwerker ist das eigentlich? Wie viele Connections hat er auf LinkedIn? Wie viele Connections hat er auf Xing? Hat er irgendwie unter 100? Fällt er einfach raus. Da kann er zuerst mal gut sein, wie er will, aber es kommt ja erstmal komisch, ne? Wie kann der wenig Connections haben, wenn er denn Netzwerker ist? Angeblich. Ja? Geht eigentlich nicht. Und da gibt es natürlich ein paar Tweaks, die man machen kann, um professioneller zuerst mal zu wirken, obwohl man vielleicht die Professionalität nicht hat an der Stelle. Ja?
Sarah, kannst du dir vorstellen, jemanden einzustellen, ohne dass du ein CV gesehen hast? Oder das fand ich sehr beeindruckend, wenn du vielleicht einfach nur einen Skype-Call gemacht hast und denjenigen gar nicht oder diejenige gar nicht persönlich vor dir sitzen hattest? Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, wir haben aufgrund von, mich hat mal jemand angerufen und war einfach so nett am Telefon und war voller Begeisterung einfach für das, was wir machen. Und ich habe den natürlich eingeladen. Also das passiert dann einfach schon. Und CV ist schon wichtig. Also wenn was Schriftliches ankommt, finde ich schon wichtig, da auch einen tollen Lebenslauf irgendwie zu haben und auch, dass es einfach gut strukturiert ist alles, damit ich da schnell drüber gucken kann. Aber ansonsten, also alle Wege sind da möglich. Also und also je größer das Unternehmen ist, desto mehr kann ich mir vorstellen, dass es bestimmte Prozesse gibt, die man durchlaufen muss. Das heißt, hast du eine Vorgabe, was du angucken musst, damit jemanden Go kriegt? Bei uns ist das auch ein bisschen speziell, weil wir wirklich auch wie ein Startup arbeiten. Also in meinem Bereich ist es wirklich so, dass wir da sehr autark sind, selbst im Bauerkonzern. Also das ist wirklich ein ganz, ganz eigener Bereich und das macht auch total Spaß, so zu arbeiten. Also wir entscheiden, welche Bewerber wir einladen und auf welchem Weg und wie überhaupt da Gespräche zustande kommen. Also es geht nicht über unsere Personalabteilung. Das ist nochmal irgendwas so was ganz Besonderes. Also wenn wir Führungspositionen ausschreiben, dann gibt es auch die Wege, dass wir das über den Konzern laufen lassen. Aber in unserem Bereich gerade läuft auch ganz viel über uns, über das Netzwerk, über die Leute, über unsere Redaktion, die auch wieder Leute mitbringen und empfehlen und ja, ganz, ganz selbstständig. Wie ist es, die Frage vielleicht mal an alle von euch kurz beantwortet, weil wir sind quasi schon durch. Ich hatte jetzt gerade einen Fall, wo ein Unternehmen, was uns beauftragt hat, einen Kandidaten 8-mal eingeladen hat, 8 Gespräche geführt hat und der Prozess ist noch offen, also wir wissen noch nicht, ob er eingestellt wird, aber wir hoffen es. Bei Creditec scheint das deutlich anders zu sein, da kann Alex ja gleich mal was dazu sagen, wie viele Gespräche da geführt werden. Wie viele Gespräche führst du im Durchschnitt, wenn du jemanden einstellst? Also 8-mal finde ich mega unnötig, also ja. Wirklich schon mal das dazu. Ich weiß nicht, welches Unternehmen es ist, aber ich finde 8-mal echt übertrieben. Ja. Da gebührt jedem Kandidaten schon extremer Respekt, eigentlich, dass er überhaupt am Ball bleibt. Also ich finde wirklich, also, das ist wirklich, da gehört Respekt dem Kandidaten gezollt. Maximal zwei Gespräche. Also es kommt darauf an, für welche Position. Also gerade für Redaktionsstellen ist es so, dass wir die Bewerber bitten, etwas länger Zeit mitzubringen, dass wir da auch wirklich lange Gespräche führen, auch nochmal die Redaktion zeigen, wie wir arbeiten, vielleicht sogar auch nochmal ein paar Arbeitsproben vor Ort erstellen lassen. Alles andere, was so ein bisschen in die Produkt- oder in die Business-Geschichten gehen, da machen wir 2 Gespräche, aber maximal 8-mal nicht. Christian, wie viele Gespräche? Ja, 8 hört sich echt interessant an. Also kommt natürlich auch darauf an, für welche Position. Ich weiß nicht, ob Sie den Vorstand von der Telekom besetzt an der Stelle. Nee. Ich bin nur ein Director of Finance bei einer Agentur. Ja. Auch die Frage, für welche Agentur? Die Frage werde ich jetzt nicht beantworten. Dachte ich mir, ja. Aber bei uns geht es eigentlich ziemlich schnell. Wir haben auch ein sehr gutes HR einfach an der Stelle, die da sehr gute Arbeit machen. Und da sind wir auch sehr glücklich, glaube ich, diesbezüglich. Und wie gesagt, bei uns ist es eher eine kulturelle Frage auch. Ja. Auch Sebastian hat hier vorher schon gesagt, der muss in die Kultur passen und ich muss mit dem Bier trinken können und ich muss mit dem auch mal, wenn ich irgendwie jetzt wo strande am Flughafen, eine Stunde verbringen wollen. Ja? Wenn ich das nicht kann, dann passt er auch nicht zu mir, dann passt er nicht zur Abteilung, dann bringt er uns nicht vorwärts und dann ist mir auch nicht geholfen. Ja? Konzern wird vielleicht jetzt an der Stelle anders entscheiden, wir würden so entscheiden und deswegen kann der Prozess entweder sehr schnell ins Negative oder sehr schnell ins Positive gehen und ich habe tatsächlich auch schon jemanden, am Telefon eingestellt, ohne den jemals vorher gesehen zu haben. Der hat mir am Telefon quasi schon erzählt, was wir verbessern können bei uns in der Firma. Und dann, da brauche ich gar nicht weiter diskutieren, wenn sich der schon so mit uns auseinander identifiziert hat fast, ja, hey, kommst du morgen, fängst du an, bist du dabei, alles geil. Ja, ja, sehr gut. Indra. Ich wollte noch ganz gerne was zur rechtlichen Frage auf Facebook sagen. Ja. Und zwar, man muss es differenzieren. Also Facebook hat ja auch quasi den öffentlichen Teil, den man halt selber auch als Marketing-Tool benutzen kann. Und man hat ja auch diese Abonnement-Funktion. Das heißt, dass die User oder dass die Bewerber das auch tatsächlich als Marketing-Tool benutzen können. Und gerade wenn die sich im Social-Media-Bereich arbeiten, ist es eigentlich sogar meine Pflicht, da auch zu gucken, ob sie das nutzen oder nicht. Was man nicht darf und was nicht erlaubt ist, das ist, wenn ich sehe, man hat gemeinsame Freunde und ich gehe dann zu diesen gemeinsamen Freunden und spioniere die privat aus. Also das, was nicht öffentlich ist, das ist nicht erlaubt. Alles, was öffentlich ist, ist tatsächlich erlaubt. Weil es ist auch ein Marketing-Tool. Das ist genau wie Google am Ende des Tages.
Also das wollte ich nur noch mal kurz. Da bin ich dir ganz falsch eingestellt. Irgendwas, das nicht rechtlich ist, gemacht. genau, und zum ich wurde zum Beispiel bei Axel Springer, dreimal hatte ich ein Bewerbungsgespräch, bevor ich eingestellt wurde. Das war das meiste, was ich bisher hatte und fand es aber auch sehr aufregend, weil es halt eben verschiedene Hierarchien eben auch waren und die alle kennenzulernen, fand ich jetzt auch ganz toll. Nur ich glaube, wenn es mehr gewesen wäre, wäre es mir auch ein bisschen komisch vorgekommen. Also 8 finde ich tatsächlich auch eine Vergeudung der Zeit von vielen Beteiligten und ich weiß nicht, ob das dann unbedingt so effizient ist. Ja. Kannst du dir denn vorstellen, jemanden am Telefon einzustellen? Nein. Okay, warum? Also ich brauche auch, weil ich muss ja mit dieser Person auch tagtäglich arbeiten. Das heißt, auch dieses Zwischenmenschliche ist für mich sehr, sehr wichtig. Und das kann man am Telefon nicht unbedingt. Nee, also deswegen, ich würde ganz gerne die Person dann auch gerne sehen. Also man kann ja immer erstmal so vorsortieren, das heißt am Telefon und Skype, aber wenn es dann wirklich dann in der engen Auswahl ist und man sagt so, ja, aber die möchte ich dann gerne nochmal sehen, die Person. Okay, Nicole, wie viel würdest du, wie viel wurden mit dir geführt? Vielleicht Google sticht. Mit mir wurden damals 6 geführt. Oha. Und wir führen heute 4. Es soll aber schnell gehen, also das heißt, es wird versucht, dass möglichst, wenn nicht sogar alle 4 an einem Tag sind oder dann irgendwie 2 und 2, also der Prozess soll schon beschleunigt werden. Was sind denn das für Ebenen, weil es international ist oder darfst du das sagen? Ja, das kann man auch, nachlesen, wie der Prozess bei uns ist. Wir fragen unterschiedliche Bereiche ab und jeder Interviewer hat als Schwerpunkt einen Bereich. Das heißt nicht, dass er die anderen Bereiche gar nicht abfragt, aber es gibt eben einen Schwerpunktbereich und das sind so Themen wie Leadership zum Beispiel auch, also bei jeder Person, auch wenn sie keine Teamverantwortung hat, wird Leadership abgefragt, dann Role-Related Knowledge nennt sich das, also wie viel kennt er sich wirklich in dem Bereich aus, Googliness wird abgefragt. Googliness. Genau, ja, und von den Hierarchien oder wer fragt das ab, ist vielleicht bei uns auch ganz interessant, weil bei uns auch tatsächlich die Leute aus dem Team, also nicht nur die Teamleiter, sondern eben auch jeder, egal auf welcher Ebene, darf Interviews führen und soll auch führen, denn zum einen soll der Bewerber natürlich ein gewisses Know-how haben und soll fachlich sehr gut sein. Auf der anderen Seite wird aber auch ganz genau darauf geschaut, passt der ins Team und das, was ihr auch schon vorher gesagt habt, also wie ist der so drauf und harmonisiert das Team am Ende noch. Genau, also es ist sind bei uns tatsächlich ein paar mehr. Also du dürftest auch niemanden am Telefon einstellen? Nee. Okay, da ist doch und danach, ganz krasser genau, Prozess, der Prozess geht danach auch noch weiter, weil dann wird diese ganze Bewerbung nach Irland einmal geschickt, auch noch nach Mountain View, also der Prozess ist ein bisschen länger, aber es wird alles dafür getan, dass es möglichst schneller, also schnell geht dann doch bei den verschiedenen Stufen. Genau. Ja, sehr gut. Alexander sagt jetzt wahrscheinlich ab morgen nicht mehr Attitude, sondern Kreditekliness oder so. Aber könntest du dir sowas überhaupt nochmal vorstellen, nachdem du jetzt erlebt hast, dass man jemanden über einen Skype-Call einstellen kann, 4 Interviews führen zu müssen? Ist die Rückkehr in einen Konzern überhaupt machbar? Es wird schwierig, es wird schwierig. Ich bin so ein bisschen verwöhnt jetzt. Ja. Aber durchaus, also am Ende muss man, glaube ich, das Gefühl haben, dass man da richtig ist und dass man verstanden wird und dass man das machen kann, was man machen möchte und so sein kann, wie man ist. Und wenn man das Gefühl vermittelt bekommt, dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Du hast vorhin schon gefragt, wie viele Interviews ich hatte. Es waren tatsächlich 3 bei Creditec. Sie waren an 2 Tagen und ich habe in der gleichen Woche noch unterschrieben. Es waren 3 Telefoncalls. Der erste war der längste. Eine Stunde, das war das eigentliche Interview. Ich muss dazu sagen, ich kannte den Interviewenden aber schon von verschiedenen Veranstaltungen. Insofern konnten wir uns den Smalltalk sparen. Das war ein knallhartes fachliches Interview mit ein paar Charakterfragen. Das zweite war ein Englisch-Check. Das heißt, bin ich gut genug in meinem Englisch, um mein Team zu führen bei Creditec? Und das dritte war dann einfach nochmal eine Abnahme vom CEO, die im Prinzip 10 Minuten ging, mich abfragte, wie gut bin ich? Auf einer Skala von 1 bis 10 in verschiedenen Bereichen und mich nach Getränkevorlieben fragte. Das Resultat war, wir haben jetzt einen Red Bull-Kühlschrank im Büro, den gab es vorher nicht. Das heißt, das war der Status, als ich angefangen habe. Wir haben es fürs Marketing jetzt ein bisschen verändert, ehrlicherweise. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir momentan so stark hiren im Bereich, gerade im Bereich Online-Marketing.
von 8 Leuten auf jetzt 25 nach 2,5 Monaten auf hoffentlich 50 bis Ende des Jahres. Deswegen, wir haben noch eine Hierarchie davor geschoben, jetzt durch HR, die sind gebrieft, die haben Fragen, die sie stellen sollen, die sollen Wissen abfragen und gucken, ob jemand wissensmäßig zu uns passt, ob jemand charaktermäßig zu uns passt. Das ist das erste Ebene, die erste Ebene. Dann gibt es die zweite Ebene für Trainees mit dem jeweiligen Manager und dann ist auch fein für alles darüber mit mir. Und für Head-of-Positionen im Bereich Online-Marketing, also für Head-of-SEA zum Beispiel, sichere ich mich nochmal ab mit dem CMO, dass der nochmal 10 Minuten dazukommt und schaut, dass meine Entscheidung in dem Bereich richtig ist. Ja, dann wisst ihr jetzt, was ihr durchlaufen müsst, wenn ihr euch bei den einzelnen Firmen bewerbt. Habt ihr jetzt die letzte Chance, bevor wir das Panel schließen, noch abschließend Fragen? Ich habe vielleicht eine Ergänzung. Ah, gerne. Was ganz wichtig ist bei uns, ich habe Leute eingestellt, die sind 50 Jahre alt und machen ein Trainee. Und ich habe Leute eingestellt, die sind 23 Jahre alt und machen ein Head-Off und führen 8 Leute oder mehr. Das heißt, wenn ihr euch bewerbt, dann bewerbt euch auf Basis eures Wissens, zumindest in der Startup-Szene, da geht das, und nicht auf Basis dessen, was ihr vom Alter oder vom Lebenslauf her mitbringt. Doch mal ein sehr praktischer Hinweis. Sehr gut. Also, wenn dann immer noch keine Fragen sind, würde ich das Wort jetzt, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei unserem Panel und bitte um einen großen Applaus. Und dann lauft jetzt bitte nicht alle weg. Erstens gibt es da hinten noch ganz viele Aussteller, die alle noch auf euch warten, dass ihr euch informiert über die Unternehmen. Und Reditech ist hier. Reditech ist auch da. Ich glaube auch noch bei mir. Axel Springer auch, sie. Wahrscheinlich alle. Genau, wahrscheinlich alle. Ich übergebe das Wort jetzt mal an den Veranstalter dieses großartigen Tages, an Thomas Promny. Ja. Vielleicht auch da nochmal einen Applaus. Dank. Vielen Dank. Danke auch nochmal von mir an das großartige Panel. Hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich hoffe, euch auch.